أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته wer bist du oder auch Wohnst du noch oder lebst du schon? Was meine ich hier mit diesem komischen Werbeslogan? Einer, den alle kennen, aber in einem anderen Kontext natürlich. Ich meine damit, lässt du dich noch von deiner Welt tragen? Wohnst du noch in deinem Umfeld, in deiner Welt? Lässt du dich noch von den Dingen, die um dich herum... Passieren beeinflussen? Oder lebst du schon von innen heraus? Lebst du schon als Gläubiger? Lebst du schon in deinem Iman, in deinem Glauben? Wir klammern uns ganz häufig an den äußeren Dingen fest. Wir klammern uns fest am Kinderwunsch, an dem Heiratswunsch. Wir klammern uns an der Ehe fest, wir klammern uns an unserem Haus fest, an unserem Reichtum, Arbeit, Gesundheit und so weiter. Aber was, wenn das alles wegfällt? Wer bist du dann? Die ideale Antwort wäre, ich bin ein Gläubiger in dieser Welt. Ich bin hier als Reisender ich habe ganz viele geschenke von allah subhanahu wa ta'ala bekommen die er mir auch jederzeit wieder wegnehmen kann ich bin nicht abhängig von diesen dingen ich bin einzig und allein abhängig von allah subhanahu wa ta'ala und die bedeutung von dem was ich euch gerade eben erklärt habe ist in inna Ilayhi Wahrlich. Wir gehören Allah subhanahu wa ta'ala. Und zu ihm kehren wir auch wieder zurück. Von diesen ganzen Dingen um uns herum können wir nichts mitnehmen. Wir können nichts behalten. Alles ist einfach nur ein Geschenk Allahs. Auf Zeit. Auch eine Amana. Deshalb müssen wir auch aufpassen, dass wir uns gut um die Dinge kümmern, die Allah subhanahu wa ta'ala uns gegeben hat. Wir sollten nicht sorglos mit diesen Dingen umgehen. Mit der Gesundheit, mit der Familie, mit dem Ehepartner, mit den Eltern, mit den Kindern. Denn es könnte sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns dann diese Dinge wieder wegnimmt. Wir sollten von innen heraus uns selbst entwickeln und selbst als Gläubige entwickeln und selbst als Menschen entwickeln, die Geduld haben, die sich nicht mehr tragen lassen müssen von den Dingen um sich herum, sondern die von innen heraus stark sind. Und wenn dann von innen heraus dieser Iman, dieser Glaube, der Issan, also die Exzellenz in allem, was wir tun, Taqwa, also die Gottesfurcht, Tawakul, also das Gottvertrauen, wenn das von innen herauskommt, wenn das in uns drinnen ist, dann kann uns in dieser Welt nichts mehr aus der Fassung bringen. Egal was passiert. Denn wir wissen, wie unwichtig diese Welt ist. Es gibt einige Hadith darüber, die besagen, dass, dass diesseits im Vergleich zum Jenseits so ist, wie als wenn man einen Finger in den Ozean taucht und wieder rausnimmt und dieser kleine Tropfen daran hängen bleibt. Dieser kleine Tropfen, der am Finger hängen bleibt, im Vergleich zum Ozean der tiefer ist als die Berge hoch sind, die zwei Drittel der Erde bedecken, also viel mehr als das Land, dessen Tiefen und Abgründe noch gar nicht erforscht wurden, obwohl wir bereits das Weltall am Erforschen sind. Der Vergleich von diesem kleinen Tropfen im Gegensatz zu den großen, weiten, tiefen Ozeanen ist genauso wie der Vergleich, von diesem Leben in dieser Welt zu dem Jenseits. Sobald wir diese Perspektive eingenommen haben, dass diese Welt absolut nichts wert ist, dass diese Welt einfach nur ein Wimpernschlag ist, da verliert so einiges an Bedeutung. Das Haus verliert an Bedeutung. Das Auto verliert an Bedeutung. Das Leben verliert an Bedeutung. Das Leben ist dann nur noch wichtig, dass wir Zeit haben, gute Dinge zu tun und aibada zu verrichten, also Gottesdienste zu verrichten, so dass wir zu den Gewinnern am Tag des Gerichts gehören dürfen. Ganz viele Menschen fragen: wie kann Gott nur dies und jenes zulassen? Wie kann Gott nur zulassen, dass Kinder an Krebs sterben? Wie kann Gott Viren zulassen, Pandemien zulassen, dass Millionen von Menschen sterben? Wie kann Gott nur zulassen, dass es so grausame Erdbeben gibt, Tsunamis, Kriege, wo wehrlose und unschuldige Menschen, vor allen Dingen auch Kinder, ihr Leben lassen müssen? Die Antwort ist, wir können es aus der Perspektive dieser Welt nicht verstehen. Wir können es nur verstehen, wenn wir unsere Perspektive ändern. Wenn wir diese ganzen grausamen Dinge, die hier in dieser Welt passieren, aus der Perspektive des Jenseits betrachten. Wenn wir aus der Perspektive des Jenseits einmal schauen, Warum gibt es diese grausamen Dinge? Und dann werden wir ganz schnell Antworten finden. Nämlich, dass Allah subhanahu wa ta'ala dieses ganze Leid, das hier passiert ist, wieder aufwiegen wird. Und zwar so sehr, dass selbst der kleine Stich von einem Dorn belohnt wird. Sogar das. Was glaubt ihr, wenn ein Dornenstich belohnt wird? Wie groß dann die Belohnung ist von den Menschen, die Schweres hier durchleben, die schwere Krankheit hier durchleben, die Kriege hier durchleben, die Naturkatastrophen erleben. Die Menschen verlieren an den Tod, an Pandemien oder in Erdbeben, Tsunamis und so weiter. Was glaubt ihr wohl, wie immens diese Belohnung sein wird? Es wird so großartig sein. Dass uns uns nicht mehr kümmert, was in der Welt alles passiert ist. Was in diesem Leben passiert ist. Und selbst die Ungläubigen, selbst die Ungläubigen, die werden niemals behaupten, dass das, was ihnen widerfährt im Jenseits, ungerecht ist. Oder das, was in dieser Welt war, ungerecht ist. Alles wird aufgewegt. Alles wird gut gemacht und sogar noch viel besser gemacht. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah Ad-Duha, Bismillahirrahmanirrahim, Und das Jenseits ist besser für dich als das, was davor kommt. Allah subhanahu wa ta'ala wird sicherstellen, dass alles an Leid, wieder gut gemacht wird und noch viel besser gemacht wird. Und zwar so sehr, dass wir uns nicht mehr darum kümmern werden, was in dieser Welt passiert ist. Dieser Perspektivwechsel entsteht dadurch, dass wir den Glauben von innen entwickeln, dass wir uns unabhängig machen von der Welt, wie sie um uns herum ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns die Möglichkeit geben, von innen heraus zu leben, dass unsere Seele wirklich stark werden kann im Leben, im Glauben, in der Geduld, in der Gottesfurcht, im Gottvertrauen und in der Exzellenz, im Ersan Amin, Allahumma, Amin. Subhanak, Allahumma, wa bihamdik. an la ilaha ila ant. استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته